Hey guys, ich bin's LJ. Heute gibt es ein Workout-Video und zwar habe ich sehr viele Leute gefragt, hey, kannst du mir nicht zeigen, wie du zu Hause trainierst, jetzt bei der Quarantäne? Und ich habe mir ausgedacht, komm, ich mache ein Video, ich zeige euch, wie ich Workouts mache und dazu brauchst du nur ein Tuch und eine Matte. That's it. Fertig. Und zwar, wir werden mit dem ersten Workout starten und jetzt seid gespannt. Und zwar habe ich mir ausgedacht, wir machen es mit einem Supersatz. Wir machen als erstes den Hampelmann und dazu die Squats. Das heißt, es gibt 6 Sätze. Einmal den Hampelmann, einmal den Squat. Einmal den Hampelmann, einmal den Squat. Einmal den Hampelmann, einmal den Squat. 6 Sätze. Seid ihr bereit? Okay, 3, 2, 1, go! Und direkt gehen wir weiter mit den Squats. Okay, und das jetzt noch zweimal den Hampelmann und noch zweimal die Squats und danach gibt es eine eineminütige Pause. Okay, meine Damen und Herren, jetzt hoffe ich, ihr habt die 6 Sätze hinter euch, das heißt, nehmt ein Wasser und Wasser trinken. Viel Wasser trinken, einatmen, ausatmen, lauft ein bisschen, bleibt dran und wenn die eineminütige Pause rum ist, da kommen schon die nächsten 2 Übungen, beziehungsweise die nächsten 6 Supersätze. Bleibt dran! Wir beginnen mit den nächsten Übungen und zwar kommen wir zu den Liegestützen. Ich persönlich mache 3 Arten von den Liegestützen und dazu machen wir noch Bizeps, auch noch mit einer Übung mit dem Tuch. Wir beginnen mit den engen Liegestützen, das heißt für die Brust und Trizeps mehr. Danach kommen die normalen Push-Ups, Liegestütze, Brust, Rücken, auch Bizeps, Trizeps. Und danach kommen die weiten Liegestütze. Ist mehr für die Schultern, aber auch für die Brust, Bizeps und Trizeps. Und von denen machen wir immer 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Und danach direkt zum nächsten Satz mit dem Tuch. Let's go! Thank you.
Und direkt gehen wir weiter. Nehmt ein Handtuch, rollt es und danach befestigt ihr es so und trainiert so den Bizeps. Mit den Beinen drückt ihr zurück und mit dem Bizeps zieht ihr. Und jetzt macht ihr das noch zweimal mit den Liegestützen und noch zweimal den Bizeps. Und danach gibt es eine minütige Pause. Okay, jetzt habt ihr eine minütige Pause verdient, nachdem ihr die 6 Sätze gemacht habt. Wenn ihr die 6 Sätze noch nicht gemacht habt, dann spul zurück und schau es an, wie ich diesen Satz gemacht habe. Konzentriert euch und macht mit. Und wenn ihr das schafft, dann seid ihr einfach gut. Danach vergesst nicht, wieder Wasser zu trinken, ist wirklich wichtig. Ich persönlich trinke gerade kein Wasser, weil ich am Fasten bin. Deswegen gibt es auch nicht den ganzen Power von mir selbst. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Aber vergiss nicht, trinken, trinken, trinken ist wirklich wichtig, meine Damen und Herren. Gehen wir weiter, meine Damen und Herren. Jetzt gehen wir zum Trizeps und zu den Bauchmuskeln. Ganz einfach, wie schon gesagt, ihr könnt diese Übungen alle zu Hause machen. Auf 3 beginnen wir. 3, 2, 1, go! Mit Trizeps wieder super Satz mit den Bauchmuskeln. Und jetzt sofort wechseln wir zu den Bauchmuskeln und diese Übung. Bei mir brennt es schon am Trizeps und an den Bauchmuskeln. Wenn es das bei dir auch tut, dann bist du gut unterwegs. Okay, das ist fertig. Jetzt weiter. Es gibt diese Supersätze. 3x Trizeps, 3x Bauchübungen. Wenn ihr das habt, gönnt euch die letzte Pause bzw. das Ende. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und gefallen. Für mehrere Workout-Videos einfach nur liken, kommentieren, subscribe und share. Sendet es an eure Freunde, die jetzt momentan zu Hause kein Fitness machen und durchdrehen, weil sie nicht ins Fitnessstudio gehen können. Das heißt, sendet es ihnen und die können alle diese Workouts zu Hause nachmachen. Dankeschön.